Wahrscheinlich wären wir darüber dann in die Garage gekommen. Oder vielleicht kommen wir darüber in die Garage. Nein. Das weiß ich, hau jetzt einfach mal hier die ganzen Dinger zu Brei. Vielleicht finden wir da noch irgendwo was Interessantes drin. Oder drunter, ja. Aber irgendwie komme ich gerade hier nicht wirklich weiter. Oder ist die Garage da auf der anderen Seite? Na, guck mal, da wäre zumindest noch ein Dingens. Eine Versorgung. Ich glaube, das wirkt. Nee, das. Ach, schon, da haben wir vorhin durchgeschaut. Bist du eine Garage? Nops. Vielleicht muss ich da einfach, vielleicht ist das einfach die Garage. Und dann schaue ich mich einfach mal hier unten um. So. Das kann ja weg. Ist hier vielleicht irgendwo was? Toiletten, Toiletten, Toiletten. Da ist ein wenig dunkel. Dann schauen wir bei den Damen mal wieder rein, wie üblich. Ach, guck mal, da hat es sich direkt gelohnt. Da hat jemand den Schlüssel verloren auf dem Klo. Das könnte eventuell Ärger geben. Stimmt, wir hätten mal versuchen können, das einfach zu öffnen. Ach, und hier ist jetzt das Secret Hatch. Alles klar, gut, da haben wir es ja doch noch gefunden. Das ist ja schön. Na komm, runter mit dir. Ich liebe diese Leitern, die nicht funktionieren. Ich frage mich, ob wir hier sein sollten. 4 Tools. Nicht gut. Ich glaube, Elektronik müsste ich auch mal dringend wieder skillen. Kann nicht sein, dass mir jetzt hier die ganzen Dinger ausgegangen sind. Ist doch hier alles sehr ungünstig. Hier unten kann ich halt nichts machen, weil ich nichts habe zum Öffnen. Kann ich denn irgendwo noch Sachen kaufen? Du? Kannst mich mal hier hochpacken wieder, also die Energie auffüllen. Was ist denn jetzt in diesem Ding überhaupt drin? So. Also da wäre wohl dann irgendwo das Login-Gedöns. Was läuft auf den Kisten hier rum? Macht man doch nicht. Warte mal. Ich sollte ja auch mal dran denken, eventuell hier diesen Schlüssel zu verwenden. Vielleicht kann ich ihn aber unten noch anwenden. Hatte ich nicht irgendwie Basement oder Zeug gefunden oder einen Schlüssel dafür? So. Na, guck mal. Geht doch. Weilen wir das mal schnell ab. Mal gucken, ob wir hier was hacken können. Und was das dann bringt. Okay, so. Kamera ausstellen. Tür offen. Aus, offen. Aus, offen. Und Lockout. Gerade so.
geht's hier hin? Ah, guck mal, ein bisschen Versorgung. Das haben wir gerne. Ja, doch gut, dass wir den Schlüssel da oben noch gefunden haben. Da ist zu. Ah, wir können auch damit das Ding öffnen. Ich frage mich, wenn wir die kaputt machen, ob das TNT hochgeht. Ah, dann kommen wir hier hin. Gut. Probieren wir es doch einfach mal aus. Oder ich packe halt das TNT erstmal runter. Ja. Und so. Ich wollte es doch eigentlich nicht schmeißen. Das war so nicht gedacht. Wie war denn ablegen nochmal? Nö, da gehen die Beine wieder drauf. War das R? Ich glaube, ich lasse es einfach mal. Wie gesagt, das ist halt so ein bisschen da. Hier gibt es halt so unglaublich viele Knöpfe beim Spiel. Das haben sie dann später ein bisschen besser hingekriegt. Also ich meine, klar, Tastatur ist schön und gut, aber muss halt nicht auch, muss nicht unbedingt alle Tasten verwenden beim Spiel. Okay, das geht tatsächlich. Ach, guck mal, endlich mal wieder. Jetzt habe ich keinen Platz natürlich für. Ich habe ja auch ewig viel von den Dingern hier noch rumfliegen. Weißt du was? Eigentlich brauchen wir nur noch. Eine davon. Zack, du kannst mal weg und du kannst auch weg. Oh, guck mal. Dafür darf jetzt der Lockpick wieder mit dazu. Und ein Multitool wieder. Jawohl. Ich habe ja da Angst, dass das in die Luft fliegt. Ja. Das war. Ja, wie gesagt, dann schafft man noch was. Das ist ja auch gar nicht so verkehrt. Mache ich doch immer wieder gerne. Und jetzt ja auch wieder regelmäßig. Mach's mal gut. So, lass mich mal gerade überlegen. Genau, ich wollte die beiden Dinger hier. Also das wird einfach mal equipped. Die beiden fliegen raus. So, das bitte weg. Das bitte weg. Und ihr beiden dürft aufgenommen werden. So, speichern. Ich will ehrlich gesagt aber tatsächlich mal gucken, wo mich das hier hinführt. Zumindest gibt es Punkte. So, das kriegen wir doch bestimmt damit auch wieder auf, oder? Ah, das geht auch nur eine Zeit lang, okay. Interessant. Speichern. Wie gesagt, ich muss mich hier tatsächlich ein bisschen an das Tastaturlayout nochmal gewöhnen. Das ist nicht so schön. Kann ich darüber und das irgendwie ausschalten, das Ding? Mal schauen. Zwei Tools. Hast du? Muni. Auf jeden Fall mal noch Dings. In Dietrich. Und auch du brauchst zwei Tools. Schade. Gut, das heißt, das bringt uns erstmal nicht so viel weiter.
Dann schauen wir uns doch vielleicht, warte mal, kommt dann hier wieder eine mal mit. Aha, da hätten wir noch eine Menge TNT. Und Gas. Ist ja nicht so einladend hier. Bin ich da noch weit genug weg von? Scheinbar. Okay, die Kameras sind zum Glück alle aus. Was haben wir denn hier Schönes? So. Bräuchten wir halt ein Lockpick? Haben wir denn... Ne, wir haben tatsächlich nichts. Weil die Frage ist es... Ne. Das ist, glaube ich, nicht das, wo wir hin müssten. Hm, naja. Trotzdem mal schauen. So. Ne, das bringt tatsächlich gar nicht mal so viel. Gasgranate. Hier Zigaretten, die können mal weg. Dafür nehmen wir dann die Waffenmod auf und könnten die verwenden. Aber warte mal, was bringt die genau? Ich glaube, dann gehe ich die wirklich mal da. Oder habe ich da schon... Was haben wir denn da drin? Gil Rifle. Recoil haben wir runter. Dann machen wir das Ganze noch ein bisschen akkurater. Gut, ich glaube, da hat sich's doch ja gelohnt hier. Kommen wir durch? Jawohl. Wir kommen durch. Mhm. Alles gar nicht so einladend hier. Da wir halt noch... Gut, wir haben leider nur einen Lockpick. Verdammt. Hi. Gut, hier könnten wir dann wieder raus. Sonst ist hier aber nichts, nee. Gut, wo war ich denn jetzt noch nicht? Genau, von da kam ich. Dann war ich hier noch nicht drin. Bringt mir allerdings auch nicht so wirklich viel. Ja, ja, ist gut. Scheint gar nicht so viel zu bringen. So. EMP-Granate haben wir tatsächlich keinen Platz mehr für. Hm. Tja, dann würde ich gerne mal wissen, wo wir hier noch weiterkommen. Ich brauche dringend Multitools. Die packe ich mal gerade mal auf die 8. Auf die 9. Ne, ich glaube, oder? Die mache ich lieber auf die 8. Packen wir dich mal auf die 9. Ha. Hier ist halt viel zu viel
Sicherheitszeug. Was ist denn hier? Wieso haben sie das hier abgegrenzt? Ich würde mich echt mal, oder würde mich echt interessieren, ob ich irgendwo eine Möglichkeit habe, Dings zu kaufen. Auch ein Medikit. Auch hier wieder 4 Tools. Da ist gerade was verschwunden. Ich habe dich doch gesehen. Ich komme ja nicht wirklich durch, ohne Alarm irgendwie auszulösen. Hier muss ich ja nicht lang, glaube ich. Hier war ich ja schon. Was haben wir denn hier? Guck mal. Schau doch mal einer an. Wir haben eine Möglichkeit, hier hinzukommen. Bringt es denn was? Ich könnte vielleicht von den Dingern welche mitnehmen und mir hinten irgendwo was bauen, also einen Übergang bauen. Das könnte eventuell helfen sogar. Wo wollte ich denn hin? Genau hier könnte ich eventuell mal drüber oder versuchen drüber zu gehen. Speichere ich lieber ab vorher. Ja, bevor er das nämlich gleich bumm macht. Theoretisch müsste er ja dann nachher drüber kommen. Ja, ja, ist ja gut. So, was haben wir da drin? Shotgun, gut. Kann ich gebrauchen. Ehrlich gesagt, ich habe sonst keine Ahnung, was hier noch alles Interessantes sein könnte. Da war sonst nichts. Das haben wir ja schon, glaube ich, alles gehackt, oder? Ja, das müssten wir, das hatte ich am Anfang. Da dürfte ich ja eigentlich nichts übersehen haben. Die Turrets kann ich leider nicht hacken. Daher fällt das schon mal weg. Hier noch mal reinschauen. Frage ist, ist hier irgendwas Interessantes? Ich glaube ehrlich gesagt nicht so. Ja, ich glaube, ich muss meinen Hackenskill doch mal ein bisschen erweitern. Was das hier angeht. Guck mal, hier werden auch noch ein paar Kisten. Da brauche ich mir den Stress gar nicht machen. Mit denen da hinten. Darf mir es nur nicht verlaufen. Ich nehme mal die TNT-Kiste und spreng einfach alles in die Luft. So, auch hier wieder abspeichern, bevor ich jetzt aus den Alarm auslöse, wenn ich da eine Kiste drauf schmeiße. Hm, genau, das meinte ich. So. Hm, reicht das denn schon?
für mich. Dann müsste ich hier nochmal durch und bin dann quasi hier, wo ich schon mal war. Okay, also es bringt nichts da durchzuballern. Genau, hier waren ja die anderen. Ehrlich gesagt, ich renne jetzt einfach mal durch und gucke, was da ist, ob es sich überhaupt lohnt. Oder beziehungsweise wo es sich lohnt, weiterzugehen. Dann sparen wir uns vielleicht mal ein bisschen Zeit und so. Das sah ja noch relativ interessant aus. Idikit. Können wir die auch einfach kaputt hauen? Ja. Bam. Da ist tatsächlich nur noch ein Dings. Okay, das ist, heißt, hier ist es auch gar nicht mal so interessant. Ich glaube, dann gehen wir tatsächlich mal runter. Kann er hier nochmal kurz außen rum? Warte, also wahrscheinlich war das hier. Ne, hier ist glaube ich tatsächlich auch nichts Interessantes. Dann wie gesagt nochmal zum Anfang zurück, mehr oder weniger, wenn ich den gerade nochmal finde. Genau, und hier unten rein. Ich schätze mal, dass das hier auch wieder diese geheime, die Secret Area ist. Problem ist, wie komme ich hier durch? Gar nicht. Das heißt, speichern, rennen und das Beste hoffen. Na komm. Geh da hoch. Hep. Hep. Kurz mal gucken. Da müssten wir sogar einen Lockpick für benutzen. Oder halt quasi cool. Gucken wir mal. Geht, sehr schön. Licht gerade noch mal aus. Gucke ich mal hier gerade weiter. Wo das überall noch hinführt. Ups, da wollte ich nicht hin. Da könnten wir wieder was zerlegen. Ah, guck mal, super. Ein weiterer Lockpick. Dann können wir noch hinten das Ding nochmal öffnen. Aha. Ich glaube, da drunter durchschwimmen ist nicht. Zwei Tools, wir haben eins. Also fällt das auch flach. Und hier, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob mir das so viel bringt. Oder bringen würde. So, Kollege, bitte wieder raus. Meine Güte, das ist hier echt viel zu dunkel. So, ich möchte gerne da hoch. Ist das irgendwie möglich? Oh, also die Steuerung im Wasser ist gerade nicht sehr angenehm, muss ich zugeben. Das ist hier alles ein ziemliches Rumgebacke. So, ich bin raus und ich kann mich wieder aufstellen. Ehrlich gesagt, lassen wir das dann vielleicht erstmal. Und ich verlaufe mich einfach mal hier unten in den, hier kam ich her. Gut.
Dann frage ich mich ehrlich gesagt, was soll das denn hier noch? Ich glaube ja nicht, dass wir hier so weit in den... in der Kanalisation rumeiern sollen, oder? Wahrscheinlich auch ein alternativer Fluchtweg für später. Aber ich habe ja leider auch das Ding noch nicht gefunden hier. Ah, hier sind wir jetzt. Okay, gut. Das glaube ich tatsächlich gar nicht mal so dumm. Aber da kommen wir halt nur wieder an die Oberfläche. An die Oberfläche will ich ehrlich gesagt nicht. Gib mir bitte gerade nochmal die Informationen. Also. Irgendwo also gibt es einen Login, den ich noch nicht gefunden habe. Tja. Oh, ist auch kein Alarm mehr. Gut, dann... Vielleicht muss ich einfach nur lange genug warten, bis der wieder aufhört. Der Alarm. Aber das ist dann vielleicht gar keine schlechte Fluchtroute, ehrlich gesagt. So, mir einfach mal dreisten überspeichere das Ganze. Ich hoffe, das wird sich jetzt nicht noch hierhin weiter auswirken. Hätte ich aber ehrlich gesagt so meine Zweifel. Scheinbar wirkt es sich aus. Aber ich bin halt irgendwo gegengelaufen. So, andererseits, wir haben jetzt unsere zwei Lockpicks. Was bist du? Ach, nichts weiter von Interesse. Ich speichere mal ab und gucke, was hier drin ist. Vielleicht bringt es ja tatsächlich was. Mal schauen. Nee, ehrlich gesagt nicht. Und ehrlich gesagt ist mir das, glaube ich, kein 2-Lock- bzw. 1-Lock-Pick wert. Oder? Nee. Das lade ich dann nochmal. Wo soll denn hier das Ding sein? Wo sollen denn hier die Zugangsdaten sein? Was haben wir denn da oben eigentlich? Nix. Das sah nur so aus, als wäre da was Interessantes. Vielleicht da drin, ja. Aber das ist mir ehrlich gesagt zu riskant. Ah, da ist doch was. Wahrscheinlich sind das dann die Daten. You've got what you need to use the transmitter on the roof. Look around in that room. You should find records of the bribes Manderly has been taking. Then get to the roof, JC. I need you to send that distress signal. Na, habe ich es ja doch noch geschafft. Gut. Beziehungsweise jetzt endlich mal gefunden. So, Paul, ich sende diese Nachricht aus dem Flugzeug, die Yonakus noch skrupelloser als wir befürchtet hatten. Ich hörte, dass unsere Männer in den Tunneln abgeschlachtet wurden. Es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis ich gefangen genommen und exekutiert werde. Ich bin sicher, dass sie jeden töten, den sie im Hauptquartier finden. Wenn sie diese Nachricht erhalten, warnen sie unsere Leute. Richten sie mit dem Kontrollcomputer die Satellitenschüssel aus, das Login lautet M. Collins, das Passwort ist Revolution. In der Nähe des Computers befinden sich die Kommunikationskonsole. Melden Sie sich als Napoleon mit demselben Passwort an, um eine chiffrierte Warnung in unsere Einheiten abzusetzen. Okay.